Eine Bekannte von meiner Frau ist auf mich zugekommen und wollte von mir wissen, ob die Riester-Rente der WWK sich für ihre Altersvorsorge eignet. Sie hat den Vertrag von einem ihrer Bekannten, der was mit Versicherungen zu tun hat, angeboten bekommen und möchte deswegen mehr Informationen davon haben. Sie selber fühlt sich aktuell aber noch nicht gut abgeholt und der Berater kann ihre Fragen manchmal auch einfach gar nicht beantworten. Und wir nehmen dich deswegen mit auf die Vertragsprüfung der WWK Premium Förderrente Protect. Und ich zeige dir, worauf du achten musst, damit du einfach die Zahlen deines Angebotes oder deines Vertrages auch richtig deuten kannst. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dominik Schwiese und ich bin Finanzberater. Wir unterstützen und begleiten Unternehmer und Selbstständige bei ihrer Altersvorsorge. Wir wissen, wie komplex das Thema ist. Der Weg für die Altersvorsorge, der ist teilweise einfach sehr, sehr lang. Und wenn derjenige einfach Fehler macht, werden diese Fehler einfach sehr, sehr teuer. Und wir unterstützen ihn hierbei, einfach diese Fehler zu vermeiden. Und damit du auch Transparenz bei der WWK bekommst, machen wir gerne direkt weiter. Wir haben hier einen Kurzvorschlag mit einem PDF von 48 Seiten bekommen und der Vorschlag soll mit der Berechnung zum 1.10.2023 starten. Die Sparrate beträgt 160,42 €, also der maximal geförderte Beitrag einer Riester-Rente und Rentenbeginn ist mit 67. Die Spardauer beträgt 24 Jahre und die WWK garantiert einen Rentenfaktor zum 67. Lebensjahr von 20,46 € je 10.000 € Kapital. Was ich hier sehr schön finde, ist die transparente Tabelle mit den verschiedenen Renteneintrittsaltern und die wünsche ich mir eigentlich bei vielen Anbietern. So kann der Kunde einfach frei entscheiden, wann geht er und ab wann ruft er einfach das Geld für sich entsprechend ab und was hat das einfach für Auswirkungen auf seinen Rentenbetrag. Damit kann ein Kunde einfach sehr gut planen, also großes Lob, liebe WWK. Ich hoffe, der Vertrag läuft weiterhin so positiv. Als nächstes finden wir eine Tabelle mit Hochrechnung von 0, 3, 6 und auch 9% Wertentwicklung. Aber die Kundin weiß halt natürlich auch nicht oder die Interessentin weiß natürlich halt auch nicht, welche Hochrechnung für sie die richtige ist und wie sie als Laie das Ganze einfach einschätzen kann. Das erklären wir dir aber auch hier im weiteren Video. Grundsätzlich kommt es ja immer auf deine Rendite drauf an. Wir berufen uns hier auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung und im ersten Schritt schauen wir uns immer an, wie hoch ist denn überhaupt die Aktienquote mit dabei, also der Motor der Geldanlage. Und bei einer 100%igen Aktienquote haben wir ein Renditepotenzial von 9% pro Jahr und davon ziehen wir dann die Kosten der Fonds ab, ziehen aber auch dann die Kosten der Versicherung ab und somit haben wir deine Rendite als Kunde, mit der du dann auch deine Zahlen hochrechnen kannst. Wir sehen hier als nächstes ein Portfolio aus drei verschiedenen Fonds. Das ist einmal der WWK Balancefonds mit 40%. Wir haben den Fidelity mit 40%, ein europäischer Aktienfonds. Und wir haben einmal den Vanguard Emerging Markets Index mit 20% des gesamten Fondsvermögens. Das heißt, wir haben hier eine Aktienquote von 80%, weil der WWK Balance ist ein 50-50-Fonds und das Renditepotenzial für die Zukunft liegt insgesamt bei diesem Portfolio bei 7,2% pro Jahr aus den letzten Jahrzehnten und wir rechnen auch mit dieser Rendite weiter, weil die Wissenschaft nicht davon ausgeht, dass sich an den Renditen in Zukunft etwas ändern wird. Die Kosten dieser drei Fonds, die liegen im Schnitt bei 1,05% jedes Jahr und grundsätzlich gilt aber für dich auch, je niedriger die Kosten, umso besser, weil umso mehr bleibt halt auch für dich als Kunde von der Rendite übrig. Leider sind in der TER nicht alle Kosten enthalten, denn zusätzlich gibt es auch noch Kosten für die Käufe und die Verkäufe, die der Fondsmanager tut und das Ganze nennt man dann Transaktionskosten. Über die drei Fonds hinweg betragen diese bei gerade mal 0,19%. Das ist für aktive Fonds tatsächlich sehr, sehr gut und wir rechnen auch in Zukunft mit diesen Transaktionskosten weiter. Eine weitere Sache ist, dass es bei den wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema aktives Fondsmanager gibt. Und wenn ein Mensch einen Fonds leitet, kann es einfach zu Fehlern kommen. Das ist absolut menschlich, das ist auch okay. Blöd ist nur, dass du als Kunde diese Fehler halt im Endeffekt immer bezahlen musst. Und ein Fehler könnte zum Beispiel eine falsche Aktie zum falschen Zeitpunkt sein. Und diesen Fehler rechnen wir mit einer Quote von 1% entsprechend ein. Eine Performance-Fee gibt es keine, was ich sehr wichtig finde. Und so haben wir dann Fondskosten von 2,24% pro Jahr. Kommen wir als nächstes mal auf die Ebene der Versicherung. Denn leider wird da nicht ein voller Sparbetrag in die Fonds einbezahlt, sondern die Versicherung kürzt das Ganze noch um ihre eigenen Kosten. Du kannst dir das Ganze ganz grob vorstellen, dass deine Sparrate einfach gekürzt wird, also etwas beschnitten wird. Und ich symbolisiere das hier gerne mit einem 100-Euro-Schein, wo eine Schere einen Teilbetrag einfach abschneidet. Und die Daten von der Versicherung, die finden wir im Produktinformationsblatt. Wir haben hier den Start 1.10.23, wir haben eine Laufzeit von 24 Jahren und der Beitrag beträgt 160,42 €. Sowie eine Einmalzahlung für das Jahr 2023 von 1.443,78 €. Hinten raus im letzten Jahr haben wir aber auch noch einen Schlussbeitrag übrig.
Ich persönlich finde gut, dass hier noch eine Einmaleinzahlung getätigt wird, weil somit kann die Interessentin auch noch für das Jahr 2023 die volle Zulage von 175 Euro bekommen. Wir haben ja gerade gesehen, im Jahr 2047 kommt ebenfalls noch eine Schlussrate hinzu und somit haben wir eine Laufzeit von 25 Jahren, weil praktisch für das volle Jahr 23 und für das volle Jahr 47 auch noch die entsprechenden Zahlungen angeschlossen werden. Dadurch haben wir dann aber auch die gleichen Werte wie die WWK und das macht es dir dann natürlich hinten raus auch etwas einfacher. Das heißt, wir haben eingezahlte Beiträge in Höhe von 47.645 Euro und zusätzlich kommen noch 4.200 Euro an Zulage obendrauf, sodass wir 51.845 Euro als Beitragszahlung haben werden. Diese Zahl ist wichtig, die brauchen wir jetzt gleich für unsere Kostenberechnung und los geht's dann auch auf der rechten Seite mit den Abschluss- und den Vertriebskosten. Diese betragen gerade mal 101,77 Euro und das sind 0,2% deiner eingezahlten Beiträge. In der Finanzbranche nennt sich diese Kostenart die Alpha-Kosten und die verteilen sich in der Regel immer über die ersten 60 Monate deiner Vertragslaufzeit. 0,2% ist tatsächlich super schmal und auch tatsächlich Chapeau, liebe WWK, das gefällt mir sehr gut. Die nächsten Kosten sind die Verwaltungskosten und hier sehen wir im ersten Jahr einen Betrag in Höhe von 103,18 Euro und diese sind für dich dreigeteilt. Das sind zum einen 4% deiner eigenen eingezahlten Beiträge, 1% deiner Zulage und ein Teil, der sich halt eben auch auf das Guthaben bezieht. Der kommt dann aber auch als nächstes. Wir haben ja einen Beitrag in Höhe von 1.925 Euro pro Jahr, die Interessentin einbezahlt und 4% hiervon sind also 77 Euro pro Jahr. Über die Laufzeit von 24 Jahren sind es bei deinen eingezahlten Beiträgen 1.905,80 Euro. Die Zulage, die du vom Staat für eine Riester-Rente obendrauf bekommst, sind 175 Euro pro Jahr und 1% davon sind 1,75 Euro. Bei 4.200 Euro Zulage haben wir hier also nochmal 420 Euro. Und bei 24 Jahren sind das gesamte Kosten von 2.325,80 Euro, die nicht in deine Geldanlage angelegt werden. Im Fachjargon nennen sich diese Kosten die Beta-Kosten und wenn wir das dann jetzt praktisch mal prozentual beziehen, sind es 4,49% als fixer Kostensatz, den wir hier immer von deinen Beiträgen abziehen. So, und dann fehlen uns von den 103,18 Euro, die wir an Verwaltungskosten haben, immerhin noch 24,43 Euro und diese Kostenart, die nennt sich Gamma-Kosten. Hier werden jährlich maximal Kosten von 5,55% ausgewiesen. Dies beinhaltet aber auch die Vorkosten von 1,05%. Und wir haben ja jetzt hier inklusive Zulage einen Beitrag von 2.100 Euro, abzüglich der Alpha-Kosten von 20,35 Euro, abzüglich der Beta-Kosten von 78,75 Euro. Und dann haben wir noch 2.000 Euro, die im ersten Jahr in den Fonds reinfließen. Und dann sind die Beta-Kosten 24,43 Euro und das sind abzüglich der Vorkosten ein Kostensatz von 0,17%. Was ich hier sehr positiv hervorheben möchte, dass die Kostensicht auf den ersten Blick extrem schmal gehalten wird und auch sehr gut aussieht. Für den Kunden ist es einfach ein gutes Zeichen und ich würde mich freuen, wenn viele Anbieter in ähnlichen Kostenregionen erstmal unterwegs sind, was das Thema Beta-Kosten betrifft. Wir können die Gamma-Kosten von 0,17% jetzt leider nicht mit dem Taschenrechner ausrechnen. Dafür brauchen wir eine finanzmathematische Analyse, weil diese Kostenbasis oder die Basis dieser 0,17%, die sind ja jedes Jahr eine andere und die steigen ja von Jahr zu Jahr, weil eben halt auch das Fondsvermögen entsprechend steigt. Bevor wir damit jetzt aber starten, möchte ich gerne noch auf eine Kostenart eingehen, die bisher nicht im Produktinformationsblatt steht. Und zwar hat die WWK Riester-Rente Absicherungskosten und den Passus dazu, den lese ich dir gerne mal genauer vor. Ihr Versicherungsvertrag garantiert Ihnen zum Ende der Grundphase die vereinbarte Mindestleistung. Die Absicherung dieser garantierten Leistung verursacht jährliche Absicherungskosten in Höhe von 2%, was Ihrem Fondsguthaben belastet wird. Das entspricht beispielsweise 200 Euro je 10.000 Euro Fondsguthaben. Die tatsächlichen Absicherungskosten fallen in der Regel geringer aus und die Differenz wird im Vertrag als Überschussbeteiligung mit 67 gutgeschrieben. Aktuell werden im Vertrag 1,2% gutgeschrieben, sodass die tatsächlichen jährlichen Absicherungskosten lediglich 0,8% des Fondsvolumens betragen. Das sind beispielsweise 80 Euro je 10.000 Euro Vertragsguthaben. So, und damit wir das Ganze sauber berechnen können, nehme ich nun diese 0,8% und rechne diese auf die Gamma-Kosten von 0,17% obendrauf und damit haben wir dann Gamma-Kosten von 0,97%.
Fassen wir also nochmal unsere Parameter zusammen. Wir haben hier eine Interessentin, die ist 42 und die möchte für 25 Jahre lang ihr Geld anlegen. Auf Produktebene ergeben sich jetzt die Zahlen, dass wir einen Beitrag haben von 2.100 Euro für 25 Jahre und ein Teil davon sind hier die Zulage, die noch oben drauf kommt. Wir haben das Renditepotenzial von 7,2% und die Erträge, die sind steuerfrei und werden mit der Teilfreistellung von 15% belastet. Später musst du dann in der Rentenphase, in der Auszahlphase, diesen Betrag, den du als Rente bekommst, aber auch versteuern. Wir haben hier 0,2% Alpha-Kosten, wir haben 1,05% Fondskosten, wir haben sonstige Fondskosten von 1,19%, wir haben Gamma-Kosten von 0,97% und wir haben Beta-Kosten von 4,49% für die 2.100 Euro. Wenn dir das Ganze jetzt etwas zu schnell ging und du gerne wissen möchtest, wie diese Zahlen einzeln detailliert sind, das kann ich bei dem Vertrag zum Beispiel auch sehr gut verstehen, weil es ja tatsächlich extrem komplex ist, dann geh doch gerne mal auf meine Homepage www.dominikschwiese.de, buch dir da ein kostenfreies Erstgespräch mit mir und dann kann ich dir auch gerne nochmal diese Zahlen genauer erläutern, kann aber auch dir nochmal erläutern, was diese Zahlen alle für deine Altersvorsorge bedeuten und wie stark die sich auf dein Endguthaben auswirken. Und dann rechnen wir diese Zahlen sauber hoch. Wir kommen dann auf Einzahlungen in Höhe von 52.500 Euro. Wir haben eine Rendite in Höhe von 61.314 Euro. Wir haben Kosten in Höhe von 30.588 Euro, so dass zur Verrentung mit 67 83.225 Euro zur Verfügung stehen. Von den 7,2% kommen beim Kunden gerade mal 3,49% entsprechend an. Kommen wir als nächstes nochmal auf die Zahlen des Anbieters zu sprechen. Wir haben hier den garantierten Rentenfaktor von 20,46 Euro je 10.000 Euro Vertragsguthaben. Das heißt, dass unsere Interessentin bei einem Guthaben von 83.226 eine Rente von 170,28 Euro pro Monat ausbezahlt bekommt und diese dann auch versteuern muss. Das heißt aber auch, dass der Interessent seine Rente für 489 Monate bekommen muss, nur um überhaupt auf das Endkapital von 83.226 Euro zu kommen. Und das sind fast 41 Jahre. Ich möchte hier gerne die Steuer außen vor lassen in der Rentenphase, weil wir haben ja auch die Steuergutschrift in der Ansparphase nicht mit dabei gerechnet. Das heißt aber auch, erst ab dem 108. Lebensjahr des Interessenten kann der Interessent die Wette gegen die Versicherung gewinnen. Bei einer Riester-Rente hast du natürlich auch die Möglichkeit, 30% des Guthabens zu Rentenbeginn zu entnehmen. Das wären dann hier fast 25.000 Euro, wahrscheinlich sogar auch empfehlenswert. Dann bleibt noch ein Restguthaben für die Rente von 58.000 Euro zur Verfügung und es ergibt dann eine monatliche Rentenzahlung von 120 Euro brutto. Die Versicherung hat in ihrem Angebot bei einer Wertentwicklung von 6% ein Gesamtkapital von 92.590 Euro ausgewiesen. Das ergibt dann eine Rente von 198,44 Euro. Da sind wir aber halt auch ein sehr, sehr gutes Stück von entfernt. Diese Zahlen kann ich so aktuell leider gar nicht nachvollziehen. Die Kosten des Vertrages, die belaufen sich auf 30.588 Euro. Und am Anfang dachte ich halt heute, das wird richtig cool mit Alpha-Kosten von 0,2%, Beta-Kosten von 4%. Es summiert sich aber halt leider doch sehr, sehr hoch. Und auf die Absicherungskosten mit 2%, die wir dann halt als Schlussüberschuss wieder zurückbekommen, läppern sich halt zusammen. Wir haben hier sogar zugunsten der Versicherung gerechnet, indem wir nur 0,8% pro Jahr angesetzt haben und der Rest, der konnte sich dadurch, diese 1,2%, konnte sich hier direkt mit dem Fondsvermögen vermehren. In der Realität wird das Geld dann wahrscheinlich, dieser Schlussüberschuss, im Deckungsstock verwahrt, der eben keine 7,2% Rendite erzielt. Bei der Geldanlage fällt mir auf, dass wir leider keine 100%ige Aktienquote haben. Das finde ich bei der langen Laufzeit sehr schade, denn wir würden hier das Renditepotenzial von 7,2 auf 9% pro Jahr erhöhen. Aber ich war natürlich auch bei den Gesprächen nicht dabei und kann nicht sagen, wie sich der Interessent einfach eingruppiert hat. Und deswegen achte bitte auf die Kosten, achte bitte auf alle Zahlen in deinem Angebot, Vertrag oder auch in dem Antrag drin. Es ist wichtig und entscheidet über den Zinseszinseffekt für deine Altersvorsorge. Jeder Finanzberater, der dir deinen Altersvorsorgevertrag anbietet, muss dir auch alle Zahlen detailliert erklären können. Er sollte auch gerne mal die Zahlen selber hochrechnen mit dem Taschenrechner, um das Ganze für dich plausibel darstellen zu können. Wenn er das nicht kann, melde dich doch gerne bei uns. Wir können das auf jeden Fall und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Viele Grüße, dein Dominik Schwiese.